Grünes Gold. Hier sieht man, wie knapp das an den Ölspritzdüsen. Siehst du hier, hier ist die Ölspritzdüse unten. Mhm. Und wenn ich jetzt die Flanke, die Kurve drehe, wie knapp da die Flanke vorbeiläuft. Siehst du? Man hat es gesehen. Aha. Sitzt der hier perfekt drin. Ist auch nicht schlimm, dass hier ein bisschen oben an den Schraubenkopf rankommt, denn dann haben wir dort auch ein bisschen Gleitreibung durch die Paste. Ziehe ich die gleichmäßig bei. Ich baller jetzt nicht direkt eine voll fest. So. Boom. Sollen wir den Kolben mal seine erste Jungfadenfahrt machen lassen? Mach mal. Ich mache ein bisschen dünnes Öl hier drauf, dass der Kollege nicht trocken läuft. Und
Schön, oder? Das ist hier den Umkehrpunkt. Jo. Der Kolbenüberstand ist, glaube ich, nahezu null. Die Kolben sind für eine reduzierte Verdichtung, also sind extra für Turbo gemacht. Deswegen haben wir hier so eine bisschen tiefere Mulde. Und ja, vielleicht ganz leichten Überstand. Ich denke, einen knappen Zehntel Überstand. Jetzt hier an den Punkt des Kolbens gehen, weil der Kolben kippt ja immer so ein bisschen. Hier gehe ich jetzt an den Punkt des Kolben, wo er nicht kippen kann, quasi in der Achse von dem Kolbenbolzen. Jetzt drehen wir. Hat auch mehr wie gedacht. 3 Zehntel Überstand. Das ist aber nicht so schlimm, das wird eh durch Kopfdichtung und Brennraumbearbeitung ausgeglichen. Drücke ich den mit der Hand so ein bisschen runter, den Kolben gleichzeitig und drehe die Kurbelwelle. So können wir jetzt super montieren, weißt du? Voila. So, Dieter, bist du bereit? Ja. Guck dir das an. Sieht, sag mal ehrlich, das scheppert, oder? Also so, wenn man so im Allgemeinen so da drauf guckt. Die Kolben blinken dich an, die Zylinder sind frisch geholt, der Klosteck lächelt. Wow. Und jetzt machen wir mal das erste Mal durchdrehen. Schon geil aus, ne? Also sehr wenig Kraftaufwand, das ist, passt alles, trotzdem Gel. Und wir haben nämlich jetzt 2:30. Also Mädels, keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwie weiterschrauben oder ob jetzt das Video zu Ende ist. Okay, ich sage einfach mal ciao.